So, hallo und herzlich willkommen auf hollywoodtramp.de und eigentlich beherrsche ich mich ja immer bei Interviews, aber heute muss ich mich outen, ich bin absolut Fangirl. Heute lasse ich den Fan raushängen, Janet Biedermann ist bei mir, herzlich willkommen. Oh, ich freue mich total. Schön, dass das geklappt hat, ich verfolge dich ja seit Tag 1, seit GZSZ, als ich mit meiner Mama auf der Couch saß. Du hast auch noch Musik gemacht, die mir gefallen hat, dann habe ich mich geoutet, dann kam dein Unjust to the Beat Album raus, das war so mein Soundtrack zum Outing irgendwie und dann hat mein erster Freund war auch Riesenfan von dir. Und das war dann so, okay, geil, wir sind so die Janet Biedermann-Crew und haben so gefeiert. Das finde ich ja super schön, das freut mich riesig. Ist das nicht manchmal komisch, wenn man so Leute trifft, in deren Leben man so ganz viel Platz eingenommen hat, aber du kennst ja die Leute praktisch gar nicht und bist bei denen aber so total im Leben verwurzelt. Das ist so, so schön, wirklich, das ist so schön. Ich meine, dann kennen wir uns 20 Jahre rein theoretisch, ne? Und das ist auch bei meiner Community so, das sind Leute, ich habe die groß werden sehen, ne? Ja. Das waren so kleine Teenie-Mäusels und jetzt haben die Familie, haben Kinder, sind verheiratet, sind einfach groß und erwachsen. Ja. So, und das ist so schön, es ist nicht komisch, es ist wunderschön, weil es mich immer berührt. Und wenn du das gerade so sagst, dann berührt mich das. Ich krieg direkt so ein Klößlein im Hals, weil ich das einfach schön finde, jetzt bei dir, dass du so Erinnerungen verbindest auch mit deinem Leben, weißt du, Stationen, weil du sagst Outing und so und das war mein Soundtrack dazu. Das bedeutet mir ganz viel, weil das ist wirklich was Besonderes, wenn man so Teil des Lebens von jemandem sein darf. Ja, total. Also das kennst du ja wahrscheinlich auch. Du bist ja sicherlich auch Fan von dem einen oder anderen. Klar, ich habe zu allem einen Soundtrack. Ja, Erster Kurs, erstes Mal. Ja, siehst du. Also, weißt du, und das ist wunderschön. Es ist ganz schön, weil man verknüpft Erinnerungen, besondere Erinnerungen, dann mit einer Musik, mit einem Song und das ist... Das geht nie weg, das ist das Schöne, weil noch mit 90 wirst du wissen, was irgendwie lief, als du das erste Mal geküsst hast. Also das kann Musik halt, ne? Ja. Das finde ich so schön. Das ist auch, also wenn ich zurückdenke, du warst ja damals unfassbar viel unterwegs, es war halt damals auch anders, man hat überall Promo gemacht. Jetzt, ich meine, das letzte Album Unjust to the Beat ist, glaube ich, jetzt schon 10 Jahre her, ne? Ja. Und jetzt nach 10 Jahren fühlt sich das, abgesehen von der neuen Sprache so gesehen, fühlt sich das an wie eine komplett neue Karriere, weil sich auch die Zeit so gewandelt hat? Na, ich mache ja seit 9 Jahren deutsche Musik, ne? Ja. Es hat sich daraus auch die Band Ewig gegründet und jetzt ist es so, dass der Christian, unser drittes Bandmitglied, ist in unserer Bandzeit Papa geworden, zweifacher, und er hat sich einfach entschieden, dem Bühnenleben den Rücken zu kehren, weil er möchte seine Kinder groß werden sehen und er hat Angst, dass er zu viel verpasst, weil klar, ich bin wirklich viel unterwegs und wenn du so eine Platte promotest, du bist auf Tournee, du bist unterwegs und deswegen verstehe ich seine Entscheidung und respektiere die auch. Und als Duo weiterzumachen, das kam nicht in Frage, weil das dann nicht mehr ewig ist. Ne? Und dann bin ich erstmal ein ganz schönes Loch gefallen und war da auch so schnell gar nicht mehr rauszukriegen, weil ich natürlich traurig war, weil dann natürlich für mich so eine Welt zusammenbrach. Und aus diesem Loch habe ich mich dann irgendwann so rausgekämpft und habe gesagt, ich muss einfach schreiben. Und dann habe ich den ersten Song angefangen zu schreiben und das ist Solo Trip. Das ist so einer der ersten Songs, die entstanden ist. Das ist jetzt der letzte Song auf der Platte. Ja. Und danach platzte der Knoten und es brach alles raus aus mir und ich habe nicht mehr aufgehört zu schreiben, Lieder zu machen und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, lass eine Platte machen, wieder geil, eine Solo-Platte, ja. Und was Ewig anbelangt, Ewig liegt auf Eis und es heißt nicht, dass es vielleicht nicht doch nochmal eine Ewig-Platte gibt, weil das auch was ganz anderes ist, als das, was ich jetzt mache. Bei Ewig hörst du wirklich die drei Herzen von uns und hier hörst du nur meins. Ja, da hast du die nächste Frage eigentlich schon beantwortet, weil ich wollte auf Ewig eingehen und wissen, ob das jetzt die logische Konsequenz war, das Album halt solo zu machen. Jetzt hat man ja auch umgekehrt als Fan das Gefühl, bei DNA, dass man wirklich praktisch deine DNA entschlüsselt. Also ich habe das Gefühl, ich habe dich ganz neu kennengelernt, natürlich auch durch Sing My Song, aber auch die Texte sind unfassbar nah. Ist man da, also wenn man sich so öffnet auf die Art und Weise, ist man dann auch ein bisschen gestresster, was auch so die Reaktion der Leute angeht, weil man mehr reingepackt hat? Also dass man nicht mehr so entspannt reingeht, sondern wirklich guckt, okay, wem gefällt das? Wenn es jemandem nicht gefällt, so, das nehme ich jetzt doch persönlich. Also gar nicht mal so gestresster, sondern... Man ist verletzlicher, ne? Genau, weil das ist klar, wenn man sich öffnet und wenn man so sehr persönlich ist, ist man verletzlicher. Aber ich wollte das unbedingt. Ich möchte nur Musik machen, die so tief geht und die so tief aus mir kommt, weil nur das macht Sinn für mich. Was anderes möchte ich nicht machen, weißt du? Und klar, es gehört eine Menge Mut dazu, ehrlich zu sein
und so sich zu öffnen. Aber ich riskiere das, weil es dadurch einfach so persönlich wird, dass einfach die Leute und meine Community, meine wirklich lieben Leute alle, die ich seit so vielen Jahren kenne, einfach wirklich einen ganz tiefen Einblick bekommen. Und da sind wir dann einfach wirklich verbunden miteinander. Weißt du, wenn ich darf euch auch in euer Herz gucken, wenn die Leute, wenn ich sie da, ich möchte, dass es umgekehrt auch so ist. Ja. So. Und es sind nach Sing Mein Song auch ganz viele neue Leute dazugekommen. Und auch bei denen möchte ich, dass sie gleich wissen, mit wem sie es zu tun haben. So, ja? Wie ich bin, was mein Herz sagt, was meine Sprache ist, meine Worte und was mich beschäftigt. Und dann habe ich halt oft das Gefühl auch, es geht vielen auch so. Viele haben ähnliche Gedanken, ähnliche Sehnsüchte. Und gerade auch in dem Alter, das verbindet uns ja auch so ein bisschen. Ja, ja, absolut. Also. Du hast ja auch Community gerade angesprochen. Du hast auch eine ganz große schwule Community. Also hat sich auf meinem Blog auch gezeigt, was ich auch super schön finde. Weil klar, dadurch, dass ich das auch repräsentiere, freue ich mich über jeden, den ich mag, wenn das meine Follower auch mögen. Gibt es einen Song auf der Platte, was deiner Meinung nach so ein bisschen so eine Art Schwulenhymne sein könnte inhaltlich? Ich glaube, dass den müsst ihr erküren, sozusagen. Ja. Weil soll ich sagen? Sag. Ich lauf wieder los, habe ich so gedacht, weil es halt auch so dieses, weißt du, auch gerade für viele ist ja das Outing auch nicht einfach. Ja. Und dann aber trotzdem, Schule haben für mich, also meine Community hat eine ganz große Lebensenergie und Willensstärke und das vermittelt irgendwie der Song für mich, dass man irgendwie im Beton gegossene Füße hat und sich dann irgendwie vom befreit und losrennt. Ja, es ist für mich auch ein absoluter Befreiungssong. Ne? Ja. Also es ist so im Prinzip so, also ich laufe wieder los, dokumentiert wirklich nach ewig vor der Platte. Mhm. Ne? Weil nach Sing Mein Song, da zog das Tempo enorm an. Ne? Und ich wollte dann unbedingt, dass die Leute auch was haben von mir, wenn sie das sehen und dass sie irgendwie was konsumieren können. Und meine tollen Leute, Menschen, Liebsten haben so lange warten müssen. Ich habe auch mit ewig ja dann lange keine Platte gemacht und so. Und es gab ganz viel Aufmerksamkeit. Ich habe bei Sing Mein Song eine riesen Aufmerksamkeit bekommen und wollte dem gerecht werden, weißt du. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin noch so langsam und jeder Schritt ist so schwer und ich muss erstmal wieder reinkommen in diese Materie, ganz viele Promo-Sachen und so. Mit ewig waren wir ja eine Indie-Band, es war alles ganz klein und wir haben in kleinen Clubs gespielt, da muss alles ruhig angehen, das war auch wichtig in der Phase meines Lebens für mich. Ja, aber so, da musste ich erstmal wieder so los und aber auch das Gefühl zu haben, dass mit jedem Schritt, dass es einen befreit, offen zu sein, ehrlich zu sein, zu kämpfen, loszugehen und sich auch aufzuschürfen. Das ist ganz wichtig. Und man kommt leichter wieder an. Und es fällt alles so ab. Das war so mein Gefühl, was ich total hatte. Und auch die Selbstakzeptanz, zu akzeptieren, wer man jetzt ist. Mhm. Ne? Ich finde, das ist auch immer, also das machen wir ganz oft nicht. Ich hadere auch viel mit meiner Vergangenheit und so, ne? Und auch das war ehrlich jetzt, zu sich selber zu sein. Und ich war jetzt irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nein, du bist, was du bist. Du hast getan, was du getan hast und sei glücklich damit und akzeptiere dich selber, so wie du bist. Ne? Und akzeptiere auch, dass diese Reise weitergeht. Ich bin ein Mosaik aus Millionen von Teilen. Bin wie Musik aus tausenden Zeilen. Ne? Das ist genau das. Man ist sehr viel und man entwickelt sich weiter. Und es ist gut, wenn man das annimmt. Ja, ach so, schön gesagt. Schön gesagt. Schau, wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich kann stundenlang mit dir reden. Ja, ich auch. Deswegen zum Abschluss. Also du gehst auf Tour, was mich super freut. Ich werde auch in Hamburg dabei sein. Ja. Rate, mit wem ich hingehe. Mit wem? Mit meinem Ex-Freund. Aha, mit deinem Ex-Freund? Genau, mit dem ich das Undressed to the Beat Album so gefeiert habe. Da schließt sich der Kreis. Und seid ihr immer noch befreundet? Wir sind immer noch befreundet. Wir waren 7 Jahre zusammen und sind immer noch eigentlich beste Freunde. So, oh, das also, ist super das schön. Das ist super schön, ja. Deswegen, das wird so eine kleine Reunion für uns. Voll gut. Und deswegen, also auf Tour, was können wir erwarten? Spielst du natürlich das neue Album, aber wie machst du es mit den alten Tracks? Also, ich werde auf jeden Fall alte Jeanette-Songs auch spielen, die wir neu aufgelegt haben. Ich werde auch Ewig-Songs spielen. Und natürlich die neuen Songs. Also ich habe auf jeden Fall vor, all das, was, weil so ein Album ist für mich immer ein Zeitdokument. Ja, und ich möchte auch all das zeigen, was jetzt gerade so passiert ist, auch mit Sing Mein Song. Da wurde ich ja mit den alten Songs auch konfrontiert und habe jetzt so die Fanbox
Buch. Genau, da sind ja drei drauf, ne? Genau, da sind drei so neu aufgelegte alte Songs drauf, weil, und das, ich will das natürlich alles zeigen, was so passiert ist, was man jetzt auch so gesehen hat, und ich bin so am Rattern und alles läuft in meinem Kopf, wie wir die Songs machen. Ich habe eine mega, mega tolle Band, mhm, und ja, und es wird schön, es wird energetisch, es wird, ja, ich gebe Vollgas und bin wirklich am Rotieren gerade, die Show zu gestalten, und freue mich sehr drauf. Ich freue mich auch. Also im Januar geht's los. Ne? 20. Januar 2020. Genau, das Album DNA ist jetzt draußen. Die Tourtermine poste. Ich glaube, Hamburg ist so das drittletzte Konzert, relativ am Ende. Aber ich glaube, Anfang Januar geht's los. Genau. Ja, wir machen die Runde. Das letzte ist dann Berlin. Genau. Ja, sehr schön. Und genau, kriegt ihr alles auf meiner Seite. Ich danke dir vielmals. Ich danke Abonniert dir. Den Channel und checkt das neue Album aus. Ich kann es sehr empfehlen. Ja, vielen herzlichen mich. Dank. Oh. Wie schön. Dankeschön. Total gerne. Danke, ich hätte noch stundenlang länger mit dir. Ja, danke für diese lieben Worte. Das ist